Hallo, so schön, dass du da bist, hier zu einer neuen Folge Mehr heilsames Ich für ein starkes Wir. Mein Name ist Marie Dittrich und ich freue mich riesig, dass du eingeschaltet hast, um mit mir etwas deiner wertvollen Zeit zu verbringen. Denn heute wird es ganz speziell um Beziehungen gehen und das Wir, was dahinter steht. Dieses Wir, was so häufig so eine wichtige Bedeutung haben soll. Und dann geht das Du und Ich darin verloren. Und welche Aspekte hier so wichtig sein können, um wirklich wertvolle, liebevolle und nachhaltige Beziehungen führen zu können zu anderen Menschen und auch zu uns selbst, das möchte ich heute mit dir in dieser Folge besprechen. Deswegen wollen wir hier nicht lange schnacken. Ich lade dich ein, dich zurückzulehnen oder mich mitzunehmen auf deinen Wegen. Lass uns loslegen. Es sind die Beziehungen, die unser Leben auf eine gewisse Art und Weise halten. Wir führen Beziehungen zu unserer Familie, zu unseren Kindern, zu unseren Partnern. Wir führen Beziehungen zu unserem Chef, zu den Kollegen und Kolleginnen. Wir führen Beziehungen zu Freunden und ganz besonders zu uns selbst. Auch dann, wenn wir dies nicht bewusst tun. Beziehungen umgeben uns. Wir sind mittendrin. Und gleichzeitig ist Beziehung so ein Mysterium. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich kenne sehr, sehr wenige Menschen, die tatsächlich ganz bewusst sagen können, dass sie funktionierende Beziehungen führen. Dass die Beziehungen in ihrem Leben wirklich so sind, wie sie sich das vorstellen. Wenn ich mich umblicke, dann sehe ich viel mehr Menschen, die sich beklagen, über andere Menschen urteilen, sich erheben und so verschwinden in den Beziehungen. Und hierbei ist immer wieder ein Aspekt, dass sie die Beziehung zu sich selbst vollkommen vernachlässigen. Denn auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. So, so viele Menschen verschwinden in den anderen Beziehungen, opfern sich auf für andere Menschen und verlieren sich dabei selbst. Sind nicht mehr da und beklagen sich dann auch noch, dass keiner sie sieht. All das gehört zu unserem Leben als Menschen. Und ich möchte diese Handlungsweisen absolut nicht verurteilen, denn letztendlich ist es so, dass wir Beziehung nicht in unserem Blut haben, sondern dass wir das erlernen. Wir erlernen Beziehung. Wir werden geprägt auf eine gewisse Weise. Und das, was wir tun in unseren Beziehungen, ob wir das zu uns selbst tun, ob wir das zu unseren Partnern, zu unseren Kindern, zu all den Menschen um uns herum durchführen, das ist immer eine Frage von dem, was wir gelernt haben. Und hier möchte ich ganz zu Beginn mich einer Schematik bedienen und das Thema Beziehung einmal ein bisschen analytisch betrachten. Und hierbei möchte ich einmal die Bindungstheorie von John Bowlby zu Hilfe ziehen. John Bowlby war ein britischer Kinderpsychiater und er hat 4 Bindungsstile aufgestellt. Und da möchte ich einmal ein bisschen reingehen und möchte dich vorher bitten, dass du ganz bei dir bist. Und wenn du merkst, dass dich dieses Thema berührt, dass du merkst, dass du vielleicht unter Stress gerätst, dass du in diesem Moment einfach diesen Podcast auf Pause stellst und etwas Gutes für dich tust. Es ist so wichtig zu verstehen, dass das in uns passiert. All das, was wir über Beziehung gelernt haben, haben wir uns nicht ausgesucht. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Uns wurde das übertragen. Und wenn du jetzt dich wiedererkennst in einem der Punkte, dann ist nichts falsch an dir oder mit dir. Dann ist es nur ein Wiedererkennen von einem ganz erklärbaren Schemata. Wir erlernen Beziehung von unseren Bindungspersonen, von unseren Bezugspersonen, die Personen, die uns umgeben.
Und das können Mutter, Vater sein, das können aber auch andere Verwandte sein, das können Geschwister sein, das können Lehrer sein, das können Erzieher sein, das können ganz, ganz viele Menschen sein, die einfach in deinem nahen Umfeld dich umgeben. Diese Bezugspersonen bilden die Basis von dem, was du über Beziehung lernst. Also du wirst dir das abschauen. Du wirst es abschauen, auch dann, wenn Beziehung nicht funktioniert. Und hier möchte ich mich auch ganz klar verletzlich zeigen. Für mich ist Beziehung ein Thema, was mich persönlich und privat so sehr bewegt. Und in den letzten Jahren habe ich so viel daran gearbeitet. Ich habe mich so viel mit diesem Thema beschäftigt, weil es mir so wichtig war, Beziehung so zu erlernen, dass ich mich darin wohlfühle, dass ich verstehe, wie Beziehung funktioniert und nicht nur auf eine rein plakative Ebene, sondern wirklich, dass sich das gut anfühlt. Ich hatte immer dieses Bild von dieser großen Liebe vor Augen. Ich wollte immer dieses große Gefühl, ich wollte immer dieses unwahrscheinlich ja, glückliche Beziehungsleben. Ich wollte das. Und gleichzeitig wusste ich nicht, wie das geht. Denn tatsächlich ist es so, dass in meinem Umfeld es relativ wenig Menschen gab, die tatsächlich eine funktionierende Beziehung führen konnten. Und auch da meine ich nicht ausschließlich die Beziehungen, die jetzt meine Eltern geführt haben, sondern tatsächlich auch Beziehungen im nahen Umfeld. Ich kann mich tatsächlich nur an ein einziges Paar erinnern, bei dem das so ein bisschen als mein Vorbild fungiert, weshalb ich überhaupt diesen Weg eingeschlagen bin. Und dieses Paar war bis ins hohe Alter so liebevoll miteinander. Irgendwann ist die Frau gestorben und dieser Mann, der hat noch so liebevoll von seiner Frau gesprochen. Und ich habe jedes Mal, wenn ich diesen Menschen begegnen durfte, so sehr gespürt, dass ich dachte, ja, das will ich, das will ich. Und gleichzeitig wusste ich nie, wie das funktioniert. Genau das war der Anfang von dem, was ich dir heute erzähle und weshalb ich diesen Weg gegangen bin, dass Beziehung für mich so wichtig geworden ist, dass es nicht nur einfach ein Miteinander, eine Interaktion zwischen Menschen ist, sondern dass es wirklich etwas ist, was mich tief berührt und was auch andere tief berührt. Genau, lass uns mal reingehen, bevor ich mich da jetzt so verquatsche mit meinen persönlichen Geschichten. John Bowlby, da war ich stehen geblieben, hat 3 Bindungsstile aufgestellt. Und der erste Bindungsstil, den ich dir jetzt hier ganz kurz näher bringen möchte, ist die sichere Bindung. Das ist etwas, was ich mir immer gewünscht habe. Ein großes Vertrauen in die Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der Bindungsperson. Also ein Vertrauen darin, dass eine Bindungsperson einfach immer da ist. Dass, wenn ich sie brauche, dass sie einfach mir zur Seite steht. Und damit meine ich nicht, dass eine Mutter oder ein Vater immer da sein muss. Ganz und gar nicht. Sondern lediglich der Aspekt, dass Eltern wirklich ihre Kinder sehen. Und das ist etwas, was natürlich ganz normal sein kann. Was tatsächlich jedoch aus meiner Sicht in unserer Gesellschaft gerade aktuell immer mehr abnimmt, da leider so viele Eltern gar nicht merken, wie häufig sie mit ihrem Gesicht an ihrem Handy kleben und daneben das Kind spielt. Ganz, ganz häufig ist es so, und da muss ich auch mich verletzlich zeigen, dass es auch mir schon passiert, dass ich was in meinem Handy geschaut habe und dann kam mein Kind, Mama, 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 guck mal. Und ich sage so, ja, warte, ich muss mal ganz kurz. Ja, so schmerzvoll passiert. Auch dem Besten. Und gleichzeitig ist es so wichtig zu verstehen, dass wir trotzdem da sein dürfen. Und dass eine sichere Bindung dieses tiefe Vertrauen entstehen lässt. Und dass Menschen, die eine sichere Bindung beigebracht bekommen haben, die darauf geprägt sind, auch im späteren Leben ein tiefes Vertrauen in andere Menschen haben können. Dass sie das lernen, das auf andere Menschen zu übertragen. Deswegen haben wir als Eltern so eine große, enorme Verantwortung. Wir tragen die Verantwortung für die späteren Beziehungen unserer Kinder. So sehe ich das zumindest. Wir leben das vor. Wir leben das vor, was unsere Kinder später leben. Und wenn wir in Beziehungen unglücklich beieinander bleiben, weil wir es vielleicht finanziell oder auch für die Kinder noch so durchhalten, dann spüren die das. Und es könnte sein, dass unsere Kinder dann genau das kopieren.
genau. Wichtig ist, dass eine sichere Bindung ebenfalls einen großen Einfluss auf ein Verständnis für die eigenen Emotionen und auch für die Emotionen von anderen Menschen hat. Das heißt, wenn wir es schaffen, eine sichere Bindung zu unseren Kindern aufrechtzuerhalten, diese ihnen beizubringen, dann spüren sie ganz intuitiv in sich, dass die Gefühle, die in ihnen entstehen, nichts mit den anderen zu tun hat und dass auch die Gefühle der anderen Menschen nichts mit ihnen zu tun hat. Sie lernen, dass Gefühle in uns sind und nicht, dass wir für irgendwelche Gefühle verantwortlich sind. Und das ist, finde ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil das ist etwas, was so, so lange in meinem Leben ein Missverständnis war. Ich war immer der Ansicht, dass ich für die Gefühle von anderen Menschen zuständig bin. Dass ich dafür verantwortlich bin, wenn jemand wütend ist, wenn es jemandem nicht gut geht. Was dazu geführt hat, dass ich stets und ständig auf der Suche war. Sichere Bindung ist die Basis für enge Beziehungen, für tiefgründige Beziehungen, für Freundschaften und auch für Selbstliebe, für dieses tiefe Gefühl zu sich selbst, die Wahrnehmung zu sich selbst. Ganz wichtig. Kommen wir mal zu dem zweiten Bindungsstil und hier nochmal die Erinnerung, wenn du dich wiedererkennst. Es ist alles gut mit dir. Es ist alles richtig an dir. Es sind Stile, die aufgestellt wurden aufgrund von wissenschaftlichen Beobachtungen. Und wenn du hier eine Pause brauchst, dann drück jederzeit den Pauseknopf und tu dir etwas Gutes. Denn das, was ich hier erzähle, ist nichts, was gegen dich wirkt, sondern die Erkenntnis, wie du tickst, kann dir dabei helfen, die Beziehungen, die du führst, in einem neuen Licht zu betrachten, um anzufangen, für dich einen neuen Weg zu gehen, um genau die Beziehungen zu führen, die du dir wählst. Genau. Der zweite Bindungsstil ist der unsichere, vermeidende Bindungsstil. Das heißt, diese Menschen haben von ihren Bezugspersonen gelernt, dass sie eher zurückweisend sind. Also Situationen wie, du störst, sei mal leise und so weiter und so fort. Und das sind alles so Situationen, die uns als Eltern immer mal wieder passieren können. Es geht jedoch hier um einen grundsätzlichen O-Ton. Menschen, die grundsätzlich mit diesem Gefühl aufgewachsen sind, sind eher unsicher, denn sie wollen diese Zurückweisung, dieses Gefühl, ich bin falsch, ich bin zu laut, ich bin zu viel, Mama mag mich gerade nicht, weil das hat jetzt gerade nicht gepasst. Diese Menschen wollen dieses Gefühl vermeiden. Sie wollen vermeiden, zurückgewiesen zu sein. Sie wollen vermeiden, sich nicht gut genug zu fühlen. Und währenddessen sie das versuchen zu vermeiden, verbergen sie ihre eigenen Emotionen, verbergen, wer sie wirklich sind und sie antizipieren die Reaktion von anderen Menschen. Sie tun alles dafür, auf einem gewissen Maß, um geliebt zu werden und vermeiden vielleicht auch hier tiefe Beziehungen, können das gar nicht zulassen, auch dann, wenn sie sich das so sehr wünschen. Der dritte Bindungsstil nach Bowlby ist der unsichere, ambivalente Bindungsstil. Hier erleben Menschen ihre Bindungsperson als unberechenbar und widersprüchlich. Das heißt, im ersten Moment ist alles gut und im nächsten Moment werden sie abgewiesen. Und diese Menschen können nicht so richtig einschätzen, was passiert da jetzt gerade? Bin ich jetzt gut oder bin ich jetzt nicht gut? In dem einen Moment bin ich gut, in dem nächsten Moment, der genauso irgendwie war, habe ich mich falsch verhalten. Also diese Menschen wissen einfach nicht genau, wie sie sich verhalten sollen. Und sie neigen dazu, sich immer wieder zu vergewissern, immer wieder sicher zu gehen, dass sie auch wirklich jetzt richtig sind. Und diese Personen ringen sehr häufig als erwachsene Menschen nach Aufmerksamkeit. Also sie wollen immer wieder und immer wieder so sicher gehen, ich bin jetzt gerade richtig, ich bin jetzt gerade richtig. Und nicht selten haben diese Menschen dann Herausforderungen mit der Selbstüberforderung oder passen sich übermäßig an oder opfern sich sogar auf. Und das ist etwas, was wir auch an jeder Straßenecke sehen. So viele Menschen opfern sich wirklich so sehr auf und verlieren sich dabei selbst, wissen gar nicht mehr genau, wer sie eigentlich sind. Und vielleicht sind es dann auch diese Menschen, die am Ende
sich dann beklagen, dass sie ja so sehr alles tun und keiner sie sieht. Ja, das ist so. Das ist so verbreitet in dieser Gesellschaft. Kommen wir mal kurz zum letzten Bindungsstil, der unsichere, desorganisierte Bindungsstil. Hier möchte ich tatsächlich mich selbst auch zuordnen und noch einige mehr. Dazu sage ich aber gleich noch etwas. Vorher zu diesen Bindungsstilen. Unsicher, desorganisierter Bindungsstil. Wirkt oft verwirrend und dies liegt daran, dass es ganz, ganz viele unterschiedliche Reaktionen gibt. Diese Menschen können ganz einfach nicht einschätzen, was jetzt die richtige Reaktion ist auf die Situation. Diese Menschen haben ganz häufig ihre Bezugsperson als widersprüchlich empfunden, haben furchteinflößende Situationen mit diesen Menschen erlebt, beispielsweise wo diese Bindungspersonen sehr unaufmerksam mit ihren Kindern umgegangen sind oder sogar dieses Kind traumatisierende Erfahrungen gemacht hat. Meistens sind diese Menschen auf irgendeine Art und Weise auffällig. Sie haben ein auffälliges Verhalten, ein Verhalten, was anderen Menschen unerklärbar ist, was so ein bisschen in die Ecke Systemsprenger geht. Das muss aber gar nicht so weit gehen. Jedenfalls war es bei mir nicht so. Ich hatte auffällige Verhaltensweisen, jedoch wurden die damals vom System ganz gut so in die Bahnen gedrückt, was natürlich für mich meine Vorteile gebracht hat, dass ich irgendwie immer so auf der Bahn blieb, jedoch da auch einfach meine Ausfahrten genommen habe, die ja ich so ein bisschen außerhalb vom Beobachtungsfeld durchgeführt habe. Dazu später mehr. Genau. Wichtig ist, dass diese Menschen auch ganz häufig so spontane Wechsel haben. Also sie machen Annäherungsversuche und gleichzeitig gehen sie in die absolute Abweisung. Also das kenne ich auch bei mir so. Manchmal ist es so, ich möchte jemanden umarmen und in diesem Moment, wo ich diese Umarmung durchführe, dann merke ich so, oh Gott, nee, boah, weg. Und das hat gar nichts mit den Menschen zu tun, sondern vielmehr mit diesem Gefühl in mir, dass ich manchmal einfach gar nicht so richtig wahrnehme, was jetzt gerade das Richtige ist in mir. Falls du dich vielleicht auch in mehreren Punkten wiedererkannt hast, so wie es auch bei mir ist, dann ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht nach einem Bindungsschema einfach ablaufen. Tatsächlich sind wir in den meisten Fällen eine bunte Mischung aus allen Bindungsstilen. Häufig ist es so, dass wir einen Bindungsstil als dominant erleben und das beispielsweise auch in verschiedenen Situationen. Es gibt Menschen, dort wird dieser desorientierte Bindungsstil besonders dominant in meinem Fall. In manchen Fällen bin ich super sicher gebunden, gerade in den Beziehungen, die ich mir selbst erschaffen habe, mit dem Wissen über meinen eigenen Mix der Bindungsstile und über meine eigene Geschichte. Diese Beziehungen, die ich mir selbst auf dieser Basis erschaffen habe, sind sehr, sehr sicher. Ich fühle mich in diesen Beziehungen auch sehr, sehr sicher. Und das ist wirklich ein wahres Geschenk. Und das ist auch für dich meine Botschaft. Egal, wie kompliziert es gerade sein könnte bei dir, du kannst anfangen zu lernen, neue Schritte zu gehen. Du kannst anfangen, wirklich zu verstehen, dass Beziehung nicht so sein muss, wie es immer war, sondern dass du es neu gestalten kannst. Und wenn du anfängst, für dich deinen Weg zu gehen, anzufangen, dich selbst kennenzulernen, all die Muster in dir zu spüren, anzufangen, wirklich für dich selbst diesen Weg zu gehen, dann verändert sich alles im Außen, auch deine Beziehungen. Genau, in diesem Bezug ist eine Information noch sehr wichtig. Du kannst andere Menschen nicht verändern und das passiert ganz häufig. Gerade in Beziehungen, besonders in Partnerschaften, wollen die Partner sich so oft gegenseitig verändern. Der hat dies gemacht und der macht das nicht und das und dies und jenes und jeder lästert über jeden und am Ende gibt es meistens Streit oder Schweigen. Und am Ende ist es so, dass dieses Wir immer so hochgepusht wird. Es ist immer dieses Wir und dieses Gemeinsame und wir machen dies und wir sehen das so und wir machen jenes und so weiter und so fort. Am Ende ist hinter jedem Wir zwei Ichs, ein Du und ein Ich. Und wir können den anderen nicht verändern. Wir können jedoch das, was wir selbst spüren, in dem anderen wiedererkennen. Und da sind wir beim Thema Kommunikation. Und das ist etwas, was
auch in meiner Partnerschaft ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist, anzufangen zu verstehen, dass das, was wir fühlen, unsere Sache ist und das, was der andere fühlt, seine Sache ist und dass wir jedoch uns darüber unterhalten können. Wir können miteinander kommunizieren darüber, was ich gerade empfinde und welches Bedürfnis dahinter steht und was ich mir wünsche, und der andere kann mir dann erwidern, ob er bereit ist, darauf einzugehen oder nicht, und wenn er es nicht möchte, kann er mir auch sehr gerne mitteilen, warum er das nicht möchte, auf welchem Bedürfnis dies beruht, und dann haben wir eine ganz andere Basis, als wenn wir uns gegenseitig die Vorwürfe um den Kopf schmeißen. Ganz klar. Das ist jedoch in unserer Gesellschaft so sehr, sehr kurz. Es fällt vielen Menschen einfach viel leichter, Vorwürfe auszusprechen, Kommandos zu geben und zu kontrollieren, anstatt den anderen einfach dabei zu unterstützen, der zu sein, der er ist, dem anderen beim Wachsen zuzusehen und gemeinsam ich zu bleiben. Auch in meiner Beziehung ist es mir passiert, dass wir irgendwann in diesem Wir verschwunden sind. Auch wenn wir als Paar immer so sehr die eigenen Bedürfnisse geachtet haben. Wir machen schon immer so gerne viel Sport und das auch getrennt. Wir machen sehr gerne auch getrennte Reisen. Wir haben auch viele Reisen gemeinsam gemacht. Also wir reisen ja schon so, so viele Jahre gemeinsam. Gleichzeitig hat jeder so seine eigene Welt. Und es war immer so, so wertvoll. Und dann gab es irgendwann diesen Punkt, da haben wir uns da drinnen verloren. Da haben wir diesen Kontakt zueinander verloren. Und vielleicht ist sowas auch wichtig. Also zumindest war das rückblickend auch für mich wichtig. Zur damaligen Zeit war dieser Zeitraum unwahrscheinlich schmerzvoll. Und es war ja für mich eine Zeit, wo ich das Gefühl hatte, irgendwie zu schweben, weil ich irgendwie keine Wurzeln mehr hatte. Ich habe mich entwurzelt gefühlt. Auf der anderen Seite, rückblickend, wie gesagt, gesehen, war es so wichtig, weil diese Beziehung, die ich heute führe, niemals ohne diese Zeit möglich gewesen wäre. Das, was heute einfach tägliche Realität ist, was wirklich selbst gewählt und aufgebaut ist, ist daraus entstanden, dass wir gemerkt haben, dass hinter dem Wir zwei bewegliche Individuen stehen und dass ich niemals wissen werde, wer dieser Mann an meiner Seite vollkommen ist, weil er sich stetig verändert. Und genauso wird auch mein Mann nicht mich vollständig ergründen können, weil auch ich jeden Tag neue Ideen habe. Ich habe neue Visionen und nicht alle teile ich ihm mit. Wir sind zwei kleine Universen, die nebeneinander herleben und miteinander dieses Leben teilen. Und auf diese Art und Weise lebt sich unser Leben gerade sehr, sehr schön. Mit dieser Art und Weise lassen sich auch die schwierigsten Zeiten im Moment für uns durchleben. Denn das ist ganz wichtig, nur weil eine Beziehung funktioniert, so würde ich es jetzt mal sagen, nur weil eine Beziehung sich gut anfühlt, heißt es nicht, dass es immer leicht ist. Aus meiner Sicht ist Beziehung ein stetiges Anpassen und miteinander sprechen, kommunizieren und ganz wichtig, wahrnehmen, was in einem selbst abläuft. Die eigenen Themen groß werden lassen. Und da sind wir genau beim spannenden Punkt, dass wir bei uns anfangen dürfen. Und wenn wir beispielsweise beginnen mit dem Bindungsstil, mit dem ich eingangs hier sehr analytisch begonnen habe zu arbeiten, können wir hier was verändern. Und es ist eine Forschungsreise. Es ist tatsächlich eine tiefe Forschungsreise. Das Ergründen der eigenen Beziehungsstile. Hier gibt es unwahrscheinlich gute Literatur. Schau sehr gerne in die Shownotes. Hier werde ich dir das ein oder andere Buch verlinken, was ich dir hier empfehle. Ganz große Vorreiterinnen sind aus meiner Sicht hier Stefanie Stahl, Jeder ist beziehungsfähig, beispielsweise dieses Buch habe ich sehr, sehr, sehr gerne gelesen, ich habe es mehrfach gelesen, oder auch Verena König ist hier eine sehr, sehr empfehlenswerte Autorin, die jetzt auch aktuell gerade ein neues Buch zu diesem Thema rausgebracht hat, was ich tatsächlich noch nicht persönlich gelesen habe. Ich werde es dir trotzdem verlinken und ja, wenn wir es dann beide gelesen haben, können wir uns ja gerne zu diesem Buch einmal austauschen.
Das ist unbezahlte Werbung. Schau gerne in die Shownotes. Dort sind die Links zu diesen Büchern bzw. zu anderen Büchern, die zu diesem Thema dich noch weiter unterstützen können. Wichtig ist, sehe dich in den Beziehungen. Das ist wirklich heute in dieser Podcast-Folge meine wichtigste Botschaft. Keine Beziehung ist größer als du. Du bist einer der wichtigsten Komponenten in einer Beziehung. Und ja, Beziehungen sind nicht immer leicht. Beziehung ist Arbeit, Beziehung ist Entwicklung, Beziehung ist Miteinander. Beziehung ist so vielschichtig und das nicht nur auf der körperlichen, sondern auch auf allen anderen Ebenen, mit denen wir uns begegnen. Das heißt, nicht nur Körper, sondern auch Geist, Seele, unsere Sprache, unsere Worte, all das, mit dem wir uns berühren, spielt hier eine Rolle. Und natürlich könnten wir jetzt über all diese Themen sprechen, dann würde diese Podcast-Episode jedoch gesprengt werden. Ich finde es ganz wichtig, dass wir an einer Sache anfangen und deswegen hier die ganz liebevolle Einladung, wie ich es auch schon in den letzten vergangenen Folgen immer wieder getan habe, fange bei dir selbst an. Gehe diesen Weg von deinen Füßen aus und fange an, den anderen zu beobachten und dich selbst zu erforschen. Beginne in jeder Situation, die du in Beziehungen dich befindest, dich selbst zu beobachten und deine Gefühle zu spüren. Zu spüren, welche Bedürfnisse in dir gerade aktiv sind. Und hierüber beginnst du eine ganz wichtige Arbeit. Die wichtigste Arbeit, nämlich die Beziehungsarbeit zu dir selbst. Diese feine Beziehung, die in dir ruht und die der wichtigste Übungspartner ist. So wie du mit dir selbst sprichst, sprichst du wahrscheinlich mit keinem anderen Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Fange an, mit dir in einem Ton zu sprechen, der liebevoll ist, der wohlwollend ist. Und fange an, diese Beziehung in dir zu erforschen, zu spüren, wer du wirklich bist, zu spüren, was all deine Verknüpfungen sind zu deinen Bezugspersonen. Und vielleicht ist es an der Zeit, die ein oder andere in Frage zu stellen, nicht um diese Beziehungen abzubrechen, sondern vielmehr, um neue Erfahrungen zu machen, korrigierende Erfahrungen. Die Erfahrungen, dass du nicht in deinem Bindungsstil gefangen bist, sondern dass du über dein Nervensystem, über diese Komplexität deines Seins jeden Tag eine neue Erfahrung gewinnen kannst und somit auch deinen Bindungsstil verändern kannst. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen, das ist ein Weg, das ist nicht immer leicht. Jedoch lohnt es sich so sehr. Vor ein paar Jahren, da hätte ich niemals gedacht, dass ich so tiefe Freundschaften führen kann. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich mit keinem so in Verbindung gehen kann und dass ich von allen betrogen werde. Mir fiel es unglaublich schwer, Vertrauen aufzubauen. Das lag auch unter anderem daran, da ich ja so viele Geheimnisse einfach hatte. Geheimnisse hinsichtlich meiner Essstörung, Geheimnisse hinsichtlich der Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe. Geheimnisse hinsichtlich so vielen Dingen, dass ich eine große Schwierigkeit hatte mit dem Lesen. Wenn ich vorlesen musste in der Schule, ist mein Herz bis an die Decke gegangen. Wenn ich es abrechnen konnte, welchen Passus ich vorlesen muss, habe ich mich so lange darauf konzentriert und den so lange leise geübt, bis ich dann dran war. Und es sind so viele kleine Geheimnisse, die mich so unter Druck gesetzt haben. Es sind so viele Dinge, die ja, mich so sehr belastet haben, sodass ich gar keine Zeit hatte für die Beziehungen im Außen. Es fiel mir unglaublich schwer, Beziehungen im Außen zu führen. Und ich wusste auch gar nicht, wie ich mich anderen Menschen gegenüber so richtig verhalten sollte. Ich war so häufig da drin gefangen, andere Menschen zu kopieren, weil ich selbst gar nicht wusste, wer ich war. Und das hat dazu geführt, dass ich wirklich katastrophale Beziehungen hatte und dass die Freundschaften, die mich umgeben haben, nie so richtig ja, tief waren. Die waren nie so richtig vollkommen und sind dann Stück für Stück immer wieder abgebrochen.
was auch eine sehr, sehr schmerzhafte Geschichte ist für mich. Gleichzeitig hat das bewirkt, dass ich heute unwahrscheinlich schöne Beziehungen habe, unwahrscheinlich wertvolle Verbindungen zu so vielen Menschen um mich herum. Und da meine ich nicht nur diese Menschen, mit denen ich wirklich eine tiefe Verbindung hinsichtlich Freundschaft oder auch Liebe verbinde, sondern auch so viele Menschen um mich herum, die beispielsweise in meinen Kursen sind oder auch die Menschen im 1:1, zu denen ich wirklich eine tiefe Bindung aufbauen kann. Sicherlich auf einer professionellen Ebene irgendwo gleichzeitig auch eine liebevolle Verbindung. Und das ist etwas, was mich unglaublich glücklich macht, was mich sehr bereichert und was hoffentlich auch bei dem anderen genauso ankommt. Genau. So, für heute möchte ich hier dieses Thema einmal rund werden lassen, um in der nächsten Folge noch etwas tiefer auf die Gegebenheiten einzugehen. Ich möchte in der nächsten Folge mit dir ganz tief besonders auf die Kommunikation eingehen. Die Kommunikation, die wir mit anderen Menschen führen. Das, was wir sagen und das, was wir nicht sagen. Und damit Dinge beeinflussen, die ja so tiefgehend sind. Und das sind vielleicht schon die kleinen Missverständnisse im Alltag, die dann dazu führen, dass wir auf einmal keinen Sex mehr haben. Oder wir glauben, dass der andere etwas denkt, was er gar nicht gesagt hat. Also fühl dich herzlich eingeladen, auch bei der nächsten Folge wieder dabei zu sein. Ich freue mich schon, über dieses Thema mit dir hier sprechen zu dürfen. Und jetzt bin ich schon mega gespannt, was du aus dieser Folge mitgenommen hast, auf welche Art und Weise dich dieses Thema berührt hat und wie dir insgesamt diese Folge gefallen hat. Schreib mich gerne an, du kannst mich erreichen über Instagram, du kannst mir unter der Folge gerne deine Gedanken da lassen oder du schreibst mir persönlich eine E-Mail. Sämtliche Kontaktdaten findest du unter dieser Folge, wie auch die kleinen Literaturempfehlungen zu diesem Thema. Und ja, ich freue mich, von dir zu hören und zu lesen. Bis dahin, denke immer daran, du bist es in deinem Leben wert, glücklich und gesund zu sein. Fühl dich von Herzen umarmt. Bis ganz bald. Deine Marie.